Heute stelle ich euch mal wieder ein Spielzeug vor, und zwar einen T-Rex, der sich in einen Roboter verwandeln kann. Den näher gezeigten Roboter T-Rex Spielzeugdinosaurier von VTech könntet ihr zum Beispiel auf Amazon bestellen. Der kostet rund 70 Euro, wer sich den normalen schauen möchte. Den Link dazu findet ihr im Textfeld unter dem Video. Ja, bevor ich den auspacke, wollte ich mal, wie nennt man das, die Verpackung, das Display zeigen. Fand ich ziemlich cool. Hier seht ihr so, wenn ihr das seht, ja, so Berge, dann haben wir hier hinten Lava und hier unten nochmal Lava. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Dann einmal hier das Produkt mit der Fernsteuerung und hier diese Try-Me-Funktion. Das ist halt, wenn das Produkt im Regal steht und der geht, ja, was ist denn das? Dann kann man hier einmal draufdrücken und dann kann man sich schon diverse Sounds abspielen lassen und dann ist das Ding ja so gut wie gekauft. Also das Ding aus der Verpackung zu machen, ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Also erstmal von unten aufmachen, dann vier Kabelbinder lösen hier. Hier ist noch ein bisschen was Info mit dabei, Batterien. So, das ist das eine. Und dann ist er ja nicht nur unten gesichert, sondern dann hat er nochmal hier hinten, also da, auch nochmal zwei Kabelbinder. Als erstes werden die mitgelieferten Batterien in die Fernsteuerung eingesetzt. Und hier bei den Füßen kann man die Abdeckungen von den Batteriefächern öffnen und 6-mal AA-Batterien waren bereits im Roboter drin gewesen. Hier haben wir die Fernsteuerung, liegt gut in der Hand, Verarbeitung ist okay. Die hat dann so einen Schalter aus und dann zwei Positionen für die Lautstärke. Beim Produkt selber, das ist sehr witzig, da gibt es auch einen An- und Ausschalter und ich habe ihn erst nicht gefunden, weil die haben diesen Aufkleber hier drüber gemacht. Den muss man erst entfernen und dann sieht man den An- und Ausschalter. So, Fernsteuerung ist eigentlich ganz einfach. Bewegungstasten, Verwandlungstaste. Dann, wenn man hier drauf drückt, macht er so ein paar coole Sätze und drückt man hier drauf, labert er auch und macht noch so ein paar Bewegungen. Am Roboter selber gibt es auch dann die Verwandlungstaste. Wo der noch in der Verpackung war, hat er nur Sounds abgespielt. Jetzt verwandelt er sich. Und man hat dieses coole, das finde ich geil, LCD-Display. Seht ihr das? So schaut das dann im Dunkeln aus. Vom Weiten auch gut erkennbar. So, dann lassen wir den mal sprechen. Okay. Der T-Rex ist hier. Ich kann einen anderen Dinosaurier riechen. Pass auf, du solltest immer die Augen offen halten. Obacht. Ob es hier noch andere Dinosaurier gibt? Ist leiser. Egal. Und dann wieder ich fürchte mich nicht. Lauter. Das finde ich so geil. Hat sowas wie von He-Man, finde ich. Ich bin der beste Kämpfer, den du finden kannst. Da seht ihr auch hier die klein verbauten LEDs. Mit einem Biss kann ich 250 Kilo Fleisch auf einmal verschlingen. Ein kleiner Vielfraß. Der T-Rex ist hier. Ich glaube, jetzt haben wir wieder die Sounds vom Anfang. So, jetzt machen wir noch die Tanzeinlagen. Ich bin der beste Kämpfer, den du finden kannst. Dann fährt er nämlich los. Bei meinem Tisch ist es ein bisschen zu kurz alles. Ich werde gewinnen. Jawohl. Und ab geht die Luzi. Oh, bleibst du hier. So, fertig. Gemoved. So, dann drücken wir nochmal drauf. Ich kann einen anderen Dienst.
Jetzt guckt ihr so in die Richtung, wo könnte der Dinosaurier sein? Also der schnuppert dann so ein bisschen. Ihr seht da nochmal die LEDs. Da auch nochmal LEDs. Los, wir machen uns auf die Suche nach weiteren Dinosauriern. Zack, drücken wir nochmal hier drauf. Ich bin der Beste. Und da kommt dann halt wieder, ich meine, der Sound und die Bewegung von eben. Ob es hier noch andere Dinosaurier gibt? Egal, ich fürchte mich nicht. So, Steuerfunktion zeige ich auch noch. Und so dreht er sich dann halt. Jump, 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 jump. Also wie so ein Breakdancer. Tick, tick, tick. Weil der rollt nicht, der bewegt sich, also der stampft dann mehr. Aber passt zu einem Dino. Man kann auch beide Tasten gleichzeitig drücken. So, zack. Hier sieht man auch nochmal LED. Jo, ziemlich cool. Dann machen wir so. Jetzt kommt aber die coolste Funktion, die Verwandlung in einen Roboter. Da drückt er die Taste hier. Cool, oder? Ich drück nochmal. Der T-Rex. Geil, oder? Diese Sounds sind echt fett, da kann man nichts sagen, ey. Ich bin unbesiegbar. Und hier sieht man dann ist der von dem T-Rex auf so einen, cool, ne? so Art Alien-Gesicht gewechselt. Und hier sieht man die fetten Lichter, in grün jetzt und dann wieder in rot. Das ist halt wieder diese Funktion, wo der dann halt so verschiedene Moves macht. Mit Mut trete ich dem Unbekannten entgegen. Hey, hey. Hey, hey. Vorwärts. Bleibst du hier? Ja, da habe ich euch den T-Rex Transformer Dinosaurier auch mal kurz vorgestellt. Ist Weihnachtsgeschenk für meinen Neffen. Der findet Dinos derzeit super toll mit seinen fast 4 Jahren. Und ich denke mal, das Teil kommt garantiert super gut an Weihnachten dann an. Verarbeitung ist okay gewesen. Tolle Sounds, tolle Verwandlung. Moves haben auch gefallen. Gut, der Preis ist ein bisschen höher. Aber im Großen und Ganzen ein schickes Produkt.
Das war wieder der Test von YouTube. Sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.